Ja, mein lieber Walter, nochmal ganz herzlich willkommen hier in Papenburg, dass du es heute mal wieder geschafft hast, also am Wochenende, wo du doch verdammt viel unterwegs bist, wirst du mir gesagt hast, doch keinen freien Tag gehabt hast und uns denn extra für uns heute freigenommen hast. Herzlichen Dank nochmal, dass du uns wieder ein bisschen zeigen wirst. Ich würde sagen, wir haben einen schönen Tag, wir haben schönes Wetter, wir haben alle dazu beigetragen, dass alles läuft. Ganz herzlichen Dank auch nochmal an Ingo und seine Crew. Da hinten ist er. So, dann würde ich dich bitten, ein paar Worte zu sagen, wie wir uns heute verhalten müssen. Alles klar. Und also auch von meiner Seite einen wunderbaren, schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich wieder mal hier in Papenburg bin. Das ist natürlich eine ideale Strecke, um unser schon perfektes Können noch weiter zu steigern. Aber man hat hier alle Möglichkeiten, wirklich sich weiterzuschulen, ohne dass man eine große Gefahrenquelle eingeht. Denn hier hat man Strecken, die viel Sicherheit bieten. Und wir haben vor allem hier die Möglichkeit sogar, wir haben ja das Glück, dass es schönes Wetter ist, sogar Nasshandling zu fahren. Also alle Möglichkeiten, um unser Können weiter zu schulen. Ich wünsche, dass abends alle geläutert und noch als bessere Autofahrer mit dem ganzen heilen Auto wieder zurückfahren. Und wenn man sich einigermaßen, glaube ich, an die Anweisungen der Instruktoren hält, dann sollte nichts passieren. Wenn jemand sagt, man soll die Übung jetzt mit 80 fahren, sagen Sie bitte nicht, der Röhrl ist ein alter Mann. Wenn der 80 sagt, war ich vorsichtshalber 120. Das geht meistens schief. Also glauben Sie mir, wenn ich einen Vorschlag mache, was Geschwindigkeiten anbelangt, sollte man sich daran halten, dann sollte nichts im Wege stehen, einen wunderbaren Tag zu haben. Danke. Schön. Und ich finde das hier astrein und die Strecken sind gut, also mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. Rolf Döring heiße ich, bin das erste Mal hier und ist schon interessant. Bin auch das erste Mal ins Gleiten gekommen. Prima. Hi, ich bin der Tim, ich mache euch hier die Fotos. Super geiler Tag und wir freuen uns auf die Ergebnisse. Fans, zweite Mal dabei, vor zwei Jahren schon Bombenwetter, dieses Jahr wieder. Jetzt auf Nasshandling-Kurs, der Jonas fährt mein Auto, ich habe ein bisschen Angst um mein Auto, deswegen muss ich mal rüber gucken. Super Spaß. Wir haben heute super Glück mit dem Wetter im Gegensatz von vor zwei Jahren. Da war es ja eisekalt und nur am Regnen. Mit Walter Röhrl bin ich heute schon einiges gefahren. War natürlich wieder ein Erlebnis. Ja, ist einfach toll hier. Ja, es ist heute wirklich ein wunderschöner Tag. Wir haben eine tolle Stimmung und tolle Instruktoren. Es ist wirklich prima hier zu sein und ich freue mich aufs nächste Jahr, wenn ich schon wieder kommen kann. Toll!
So gut hatte ich eigentlich nicht erwartet. Die Truppe ist toll, das Wetter spielt mit, schöne Autos, was will man mehr? Ja, wunderbar. Man ist schon sehr begeistert von der ganzen Geschichte. Als wir losfuhren auf die Endlingsstrecke mit Walter Röhrl vorne vor uns, habe ich in der 3 Runden erstmal gesagt, ich nehme jetzt nochmal eine Blutdrucktablette. Also es ist sehr gut, tolle Sache. Auch der das Handling auf der Nachtstrecke war wunderbar für uns als unerfahrene Autofahrer. Und hier jetzt die Beschleunigungsstrecke, wenn man sieht, wie so ein Turbo S hier gerade seine Linie zieht, das ist der Wahnsinn. Super Tag heute. Hat uns alles abverlangt, was wir können. Nee, hat super Spaß gemacht. Alles gegeben. Wir haben alles gegeben, was wir konnten. Ja, heute war ein super Tag. Ist noch. Wir haben noch eine Stunde oder dreiviertel Stunde Zeit. Haben Bombenglück mit dem Wetter. Strecken sind super, Leute sind top. Fahren macht traumhaft viel Spaß. Nasser Handling-Kurs ist einfach nur perfekt. Hier auf dem Trockenhandling-Kurs macht es auch super Laune. Anzahl der Autos ist genau passend. Steht sie nie im Weg. Echt eine tolle Veranstaltung, kann ich nur empfehlen. Ja, auch von unserer Seite, vom Namen der ATP, eine tolle Veranstaltung, tolle Teilnehmer. Und es war, denke ich mal, für alle ein hervorragender Tag, weil es super Wetter mit Walter Röhrl zu erleben. Also wir können von ATP nur sagen, herzlich gerne wiederkommen. Also uns hat Spaß gemacht, danke. Und wir freuen uns auch mal wieder. Alles klar, alles gut. Schönen Dank, Männer. Bis dann. Danke schön. Ja, Paul. Super Sache, hast du gut eingefädelt, gut organisiert. Klasse. Freut mich. Wunderbar. Okay, beim nächsten Mal dürfst du mitkommen.